Guten Abend, ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Nun, weil der Konsumrausch natürlich nie aufhören darf, habe ich mir etwas Neues gekauft, was schlussendlich auch helfen wird, hoffe ich, meinen PC-Lärm zu reduzieren. Es ist ein neues Gehäuse und aufgrund zahlreicher guter Reviews habe ich mir gedacht, hole ich mir ein Fractal Design Define R5, was man von hier ist bestimmt nicht erkennt. Genau. So, jetzt gilt es natürlich, meinen werten PC von hier unten, den man glaube ich nicht erkennt, oder erkennt man den? Doch, da ist er. Von hier unten in das neue Gehäuse zu verfrachten. Und das wollen wir jetzt mal tun. Aber als allererstes sollten wir es wohl am ehesten mal einfach auspacken. Messer parat. Zeit zum Auspacken. So, schlussendlich mache ich das Video, das ich schon seit längerer Zeit geplant habe, zu meinem Gehäuse, zu meinem PC-Gehäuse. Und gleich vorweg kann ich eigentlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich mir dieses PC-Gehäuse gekauft habe. Es ist ein Fractal Design Define R5. Davor hatte ich ein relativ altes mittlerweile, ein Thermaltake Element 5. Glaube ich, hieß es. Das sah hauptsächlich ziemlich cool aus und da ich mir ja schon lange Zeit mal vorgenommen habe, einen neuen PC zu kaufen, was ich ziemlich lange nicht gemacht habe, bis ich dann, ich glaube, da habe ich auch mal zu einem Video gemacht, als es dann tatsächlich soweit war, kann ich ja auch nochmal, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, im kleinen i oben oder unten in der Beschreibung, falls es sich nochmal jemand ansehen möchte, habe ich es dann schlussendlich befüllt. Ich habe nämlich mir das Gehäuse schon längere Zeit davor gekauft gehabt, ohne es wirklich verwendet zu haben. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich für mich persönlich so einen geistigen Mahnteil haben wollte, das einfach sagt, hey, ich bin ein Gehäuse, das steht hier rum, du hast 100 Euro für mich bezahlt, bau mich. Ist lange nicht passiert. Und dieses Gehäuse war auch somit eigentlich schon relativ alt, obwohl es an sich von der Verwendung her noch nicht so alt war und oder ist. Die Sache ist die, das Gehäuse an sich war zwar ganz okay, vom Airflow her glaube ich auch sehr gut, also es hat auf jeden Fall ziemlich viele große Lüfter und alles ist irgendwie durchgezogen, aber es war auch sehr offen und sehr laut. Und speziell das Laut war ein großes Problem, denn ich benutze ein Standmikrofon und dieses Standmikrofon hat die Lautstärke einfach in sich aufgesogen. Es war ein durchgehendes Hintergrundrauschen zu hören. Ist auch bei meinem jetzigen PC immer noch ein bisschen so, aber nicht mehr ansatzweise im kleinsten Ding so stark, wie es davor war. Und das war ein Segen oder ist ein Segen, weil ich jetzt nicht Ewigkeiten immer Rauschentfernung und alles machen muss am PC und da Ewigkeiten meine Tonspur einfach nur sehr verrauscht ist. Sagen wir einfach sehr verrauscht. Sagen wir es so, wie es ist. Was natürlich uncool ist, weil ich habe mir dieses Mikrofon, ich meine, das ist nicht das super hochwertige Mega-Mikrofon, aber ich habe halt doch 80 Euro dafür hingeblättert und es wäre natürlich doof, wenn ich es dann nicht ausnutzen kann. Ja. Das war die eine Sache. Die andere Sache ist, im Vergleich zu meinem alten Gehäuse war mein neues Gehäuse so viel angenehmer einzubauen, aber wirklich so viel angenehmer. Ich kann es gar nicht beschreiben, was für eine Leichtigkeit es war, das Cable-Management hinzubekommen und alles eigentlich zu haben. Die Sache ist die, fürs Cable-Management oder wer sich nichts darunter vorstellen kann, wenn man einen PC gut bauen will, dass er auch gut aussieht, gut, bei mir ist es jetzt nicht so wild, weil der nicht offen ist, sondern komplett zu, sodass man nicht reinsehen kann. Aber theoretisch spätestens, wenn man irgendwo ein Sichtfenster am PC hat, dann will man ein gutes Cable-Management, weil sonst einfach alles aussieht wie Scheiße. Und deswegen gilt es, die Kabel möglichst geschickt irgendwie entlang zu führen, dass es halt geordnet und schön aussieht und nicht irgendwie, dass die Kabel sonst wie umherhängen, was sehr uncool wäre. Die meisten Gehäuse haben, um das zu unterstützen, auf der rechten Seite ist es zumeist oder halt hinterm Mainboard oder wo man halt die ganzen Komponenten anbringt,
nochmal so eine kleine doppelte Zwischenwand, wenn man so möchte, in der die Kabel verlaufen. Bei meinem alten Gehäuse war das auch so. Problem nur, die war sehr dünn. Es war sehr wenig Platz da. Somit hatte man wieder ein großes Problem, die Kabel hinten irgendwie durchzuführen. Dann gab es auch Probleme damit, dass die Kabel an, also die Löcher, die man hatte, um so gesagt von dieser doppelten Wand wieder raus zu den Komponenten zu kommen, die waren dann sehr klein und ärgerlich. Und es war einfach im Großen und Ganzen ein riesiger Shit. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass es bei diesem Gehäuse nicht so war. Es war wirklich alles super easy einzubauen. Gut, vielleicht allerhöchstens beim CPU-Stromversorgung hatte ich kleine Probleme, aber ansonsten keinerlei Problem, das Ganze einfach da irgendwie zu verkabeln und reinzukriegen. Das war eigentlich gelacht und wirklich super. Also das hatte ich nicht erwartet, dass es so einfach geht, weil ich eigentlich sonst von meinem anderen Gehäuse, das eben auch an sich nicht billig war, erwartet habe, dass das bereits sehr gut ist, was die Benutzerfreundlichkeit angeht. Und das war es aber im Vergleich zu dem Fractal Design Gehäuse auf jeden Fall nicht im geringsten. Weiterhin, ansonsten vom Aussehen her ist das neue Gehäuse eigentlich ganz neutral. Ich bin auch hier zufrieden. Ich finde, es sieht nicht schlecht aus, das ist ganz okay. Aber es ist natürlich hauptsächlich auf Geräuschlosigkeit ausgelegt. Und das hört man auch, zumindest im Vergleich zu meinem alten Gehäuse. Ja, da bin ich super zufrieden, auch wie das ist halt so ein bisschen zweckmäßig, das Design. Das ist im Großen und Ganzen ein schwarzer Kasten, der sehr schlicht gehalten ist, was mir aber sehr gefällt. Ich bin ein großer Fan von schlicht an sich und weiß im Nachhinein eigentlich gar nicht, warum ich mir das andere gekauft habe, außer dass es leuchtet. Aber ansonsten, na, keine Ahnung. PC-Bauen im Generellen ist eigentlich eh was viele Leute sich immer als sehr kompliziert und sehr schwer vorstellen, was es im Großen und Ganzen eigentlich aber nicht ist. Man kann viele, das Raussuchen von den richtigen Teilen könnte vielleicht man noch als schwierig sehen, ist aber mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so, wenn man online so viele Quellen hat, wo andere einem diese Arbeit bereits abgenommen haben und man dort einfach nur noch, so gesagt, die Bestellliste sich durchsehen muss, was man dann sich kauft. Ob man so viel billiger wegkommt, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, mittlerweile zum Teil gar nicht mehr so. Man kommt aber auf jeden Fall insofern besser weg, dass man das System besser an sich selbst anpassen kann. Und man kann natürlich auch entsprechend dann auch aufrüsten. Kann man natürlich sonst auch, aber da muss man dann halt aufpassen, weil bei einem bereits vorzusammengebauten PC ist halt vom Netzteil her zum Beispiel genau das drin, was dieser PC braucht oder dass es gerade noch so aufgeht. Wenn man da jetzt eine Komponenten selbst kauft und reinstopft, dann hat man vielleicht das Problem, dass das Netzteil dann zu schwach ist, weil das ursprünglich nicht dafür gedacht war, dass man da halt ein anderes Komponententeil reinstopft. Ja. Und da hat man dann halt wieder ein bisschen Problem, dass man da Ewigkeiten umhersuchen muss. Aber geht im Großen und Ganzen mittlerweile auch. Wenn man da einen PC findet, der einem gefällt, ist es eigentlich nicht mehr so, dass man so viel drauf zahlt, außer man nimmt jetzt irgend so einen super kleinen PC, der dann halt extra kostet, weil er so klein ist. Ja, aber ansonsten hat man da eigentlich kein Problem mehr. Trotzdem finde ich, hat PC selbst bauen aus unter anderem genannten Grund, dass man den PC besser auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann, eine tolle Erfahrung und an sich auch, weil es auch einfach Spaß macht. Im Großen und Ganzen ist PC-Bauen nicht mehr als großes Männer-Lego. Man kann nicht wirklich viel falsch machen. Was ich am Anfang auch immer als Problem hatte, ist, ich habe mir vorgestellt, oh mein Gott, diese Komponenten sind super empfindlich und ich muss aufpassen, wie ich sie anfasse und ja, nur möglichst kurz und bla. Ich will nicht sagen, dass es kompletter Schwachsinn ist, aber wenn ich eine Sache gelernt habe, als ich jetzt viel online mal geschaut habe, wie andere Leute PCs zusammenbauen, da gibt es ja ganze Channels, die sich darauf begründen. Einen, den ich da persönlich zum Beispiel mal nennen kann, ist Linus Tech Tips, den ich auch mal verlinken kann, falls für jemanden, der es interessiert, ich weiß nicht, ob das oben im i geht, auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Und wenn ich da eins gelernt habe, dann, dass man meist zu vorsichtig mit den Sachen ist. Man kann da wirklich eigentlich ganz normal mit denen hantieren und die auch benutzen und einbauen. Da muss man nicht so ewig gestell und verkrampft irgendwie versuchen, dass da so möglichst
sanft reinzubuxieren ist eigentlich kein Problem. Einziges, worauf man achten sollte, ist, dass man sich davor statisch entlädt. Irgendwie einfach eine Heizung anfassen, damit man also keine Ladung mehr hat und nicht irgendwie da eine Komponente schockfrostet. Aber ansonsten keinerlei Problem. Kann man eigentlich wirklich super easy selbst machen, ohne da groß Angst haben zu müssen. So schnell geht da nichts kaputt. Ja. Was ich auch noch sagen muss, was beim PC-Zusammenbauen wirklich eine große Hilfe ist, ist, wenn man einen Arbeitsplatz hat. Und zwar rede ich jetzt nicht von einem freien Platz am Boden, sondern am besten einen Tisch, wo ihr stehen könnt oder zumindest sitzen oder in irgendeiner Weise nicht die ganze Zeit gebückt am Boden umherkrebsen müsst. Weil das ist echt unangenehm und auf Dauer meines Erachtens zumindest anstrengend. Ich bin nicht super sportlich, das gebe ich zu. Aber ich glaube, auch für jemanden, der sportlicher ist als ich, ist es irgendwann sehr schmerzhaft, die ganze Zeit so gebückt und gebuckelt am Boden umherzusitzen. Irgendwann tun einem einfach nur noch die Knie weh, wenn man da die ganze Zeit rumrobbt. Am besten irgendwie irgendwo einen Tisch frei machen, PC draufstellen, ganzen Komponenten hinlegen und dann anfangen zu bauen. Es ist so viel angenehmer, im Stehen zu bauen. Nehmt euch diesen Rat zu Herzen. Warum ich das Video jetzt hier zum Teil auch mache, oder wo der Anlass dahinter liegt, ist, ich habe mir jetzt neulich auch eine neue Festplatte gekauft, eine interne, weil ich habe davor alle Dateien immer auf eine externe 2 TB Festplatte geschoben. Problem ist, der geht langsam der Speicher aus, Nummer 1. Und Nummer 2, die ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, die hat jetzt dann bald so ihre 5 Jahre. Und ich will es nicht ausreizen, bis sie irgendwann kaputt geht. Und will deshalb mir deswegen gedacht, ich erneuere so gesagt mal das Ganze, indem ich eine Festplatte nehme, eine neue und mir da reinstopfe. Das war auch eine gewisse Odyssee, wenn man so möchte, weil, ja, keine Ahnung, ich so viele Teile dann immer wieder nicht gefunden habe. Als erstes mit den Gumminoppen habe ich gedacht, ah, ich schiebe einfach die Festplatte rein. Im Großen und Ganzen ist Festplatten einbauen nicht so schwer. Man nimmt eine Festplatte, stopft sie rein, schließt sie an, fertig. Sache ist nur die ganzen Teile lagen unten im Keller. Musste ich erst die Gumminoppen hochholen, die als nicht Schutzdämpfung, sondern als Vibrationsdämpfung da sind für die Festplatte, um die dann da eben in diesem Festplattenkäfig zu montieren. Waren die erstmal unten, musste ich erstmal runterrennen. Okay, Problem Nummer 2, als ich dann wieder oben war, habe ich festgestellt, wieso? Oder nein, eigentlich noch davor, als ich die ganze versucht habe, die ganze Festplatte da reinzuschrauben, habe ich mir gedacht, die Schrauben, die mitgeliefert waren, passen da aber irgendwie nicht so perfekt rein, die rutschen durch. Bis mir dann aufgefallen ist, oh, beim Gehäuse waren bereits Schrauben dabei, die perfekt genau dafür da sind und ich nicht die von der Festplatte benutzen sollte, sondern vielleicht die vom Gehäuse. Aber hey, so, Problem Nummer 3 war dann, ja, jetzt habe ich es zwar reingeschoben, jetzt muss ich es aber noch anschließen. Dafür brauche ich Kabel. Diese Kabel hatte ich aber auch unten. Hahaha, ist das nicht lustig? Durfte ich nochmal runterrennen in den Keller. Da habe ich nicht alle in meine Mainboard-Schachtel reingestopft, die wichtigen Sachen oder die Sachen, die dann im Generellen so übrig geblieben sind. Und da lagen dann die ganzen Kabel drin rum. Und musste jedes Mal da wieder runtergehen. Dann auch hinten bei meinem Kabelmanagement verhauen, musste ich dann wieder schauen, dass ich das irgendwie möglichst wieder reinbekomme, so dass es passt. Was auch nicht so einfach ist. Ich habe zwar hinten relativ viel Platz, aber ich habe einen so einen großen widerspenstigen Kabelstrang, der nicht so ganz möchte, wie ich will. Und ja, der hat sich dann auch wieder als recht widerspenstig erwiesen. Und dann, was ich auch nicht wusste, ist, man muss Festplatten, wenn sie eingebaut sind, erstmal im Geräte, nicht im Gerätemanager, sondern im, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, im, ich glaube, Speichermanager oder irgendwie so. Erstmal so gesagt, ja, erkennen lassen und partitionieren, dass man die dann auch wirklich verwenden kann. Habe ich auch nicht gewusst, dachte Ewigkeit, meine Festplatte wäre irgendwie kaputt oder nicht erkannt. Und ja, PC bauen im Großen und Ganzen macht Spaß, ist nicht schwer. Ich empfehle euch aber zumindest beim ersten Mal jemanden dabei zu haben, der es selber schon mal gemacht hat. Das erleichtert einem viel. Und wenn ihr das nicht macht, wenn ihr niemanden habt, der es selber schon gemacht hat, schaut euch ein Video an, wo jemand so einen PC mal komplett zusammenbaut.
Und zwar nicht erst, wenn ihr es selbst macht, sondern davor. Davor. Am besten schon ein paar mehr solche Videos. Einfach mal so rumschauen. Gibt es zig Millionen Videos auf YouTube, wo ihr das alles nachsehen könnt. Wenn ihr das habt, ist eigentlich keine große Herausforderung mehr, selbst einzubauen. Es steht eigentlich wirklich alles im Handbuch vom Mainboard. Ja. Macht Spaß. Ist irgendwie cool, so seinen eigenen PC gebaut zu haben. Kann ich nur empfehlen. Ja. Das war eigentlich auch schon wieder mein Video. Falls jemand selbst einen PC baut und nach einem guten Gehäuse sucht, ich persönlich kann nur das Fractal Design Define R5 empfehlen. Es gibt sicherlich bessere. Ich bin kein super krasser PC-Crack, der jedes Teil einzeln auswendig kennt und weiß, oh, das ist doch das viel bessere Gehäuse, wenn bla. Aber für meine Verhältnisse, von dem, was ich bisher mitgekriegt habe, ist das Define R5 sehr beliebt. Es ist von der Preis-Leistung her eigentlich auch ganz okay. Ich glaube, man zahlt 100 Euro dafür knapp. Und ist von der Qualität her wirklich super und allem. Also kann ich nur empfehlen. Ja. Das waren so meine Worte. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr einen eigenen PC mal gebaut habt oder ob ihr euch da ihr lieber selbst vor zusammengebaut einen PC geholt habt oder ob ihr überhaupt eigentlich gar nicht am PC spielt. Gibt's ja auch. Ja. Das war's von mir. Ciao und tschüss, sagt der Kerl.